Hallo, mein Name ist Wolfgang Stricker von OfficeWorks.at und ich möchte heute ein wenig über Dropbox berichten, über die Funktionalitäten und Vorteile von Dropbox sprechen, da wir immer wieder Anfragen in diese Richtung bekommen. Dropbox ist an sich ein wahnsinnig tolles Tool, mit dem man Daten synchronisieren kann auf sehr, sehr, sehr einfache Weise. Und zwar reicht es, sich auf dropbox.com einfach zu registrieren. Die Registrierung ist kostenlos, man bekommt ein Gratispaket bis zu 2 GB Online-Speicherplatz, das sogar erweiterbar ist, wenn man Freunde empfiehlt, auf bis zu 18 GB kostenlosen Online-Speicherplatz. Es gibt dann noch kostenpflichtige Pakete, das startet ab 99 Dollar im Monat, wo dann mehr Speicherplatz dabei ist und man auch einige Sicherheitsfeatures noch dabei hat. Generell hat man diesen Online-Speicherplatz, der im Internet verfügbar ist. Man kann sich einloggen, auf die Daten zugreifen, die man online speichern kann. Das Tolle aber an Dropbox ist, dass man auch einen Ordner, einen Desktop-Ordner am Desktop oder am Computer einrichten kann, indem man einfach die Daten hineinverschiebt, wie in einen normalen Windows-Ordner oder Mac-Ordner. Und diese Daten werden automatisch mit dem Online-Speicherplatz synchronisiert, sobald man eine Internetverbindung hat. Und diese Daten werden automatisch mit jedem Dropbox-Ordner synchronisiert, auf dem man seine Dropbox auch installiert hat. Das heißt, wenn ich nun meine Daten im Büro in den Dropbox-Ordner am Bürocomputer abspeichere, synchronisiert sich das Programm und ich habe die Daten ebenso eine Stunde später, wenn ich mit dem Notebook unterwegs bin, auch auf meinem Notebook habe ich alle meine Daten drauf, kann immer darauf zugreifen. Wunderbar, tolle Sache. Und es gibt noch einige weitere Features von Dropbox, beispielsweise, was wir immer öfter nutzen, ist der Shared-Ordner. Das heißt, man kann in der Dropbox Unterordner einrichten, die geteilte Ordner sind, die ich für andere, für Kollegen, für Freunde freigeben kann. Auch das eine tolle Sache, um Daten auszutauschen. Man muss keine großen E-Mail-Anhänge mehr verschicken, sondern kann das einfach mit einer Dropbox lesen, was vor allem dann praktisch ist, wenn man mit bestimmten Leuten immer wieder zusammenarbeitet oder für gewisse Projekte eben zusammenarbeiten kann. Einfach einen Shared-Ordner, einen Dropbox-Ordner einrichten, diesen freigeben für andere Personen, die auch Dropbox installiert haben, und diese Daten synchronisieren sich. Beide Nutzer können dann auf den Dropbox-Ordner zugreifen oder auf mehrere Nutzer, wenn man es für mehrere freigibt. Eine tolle Sache. Und was wir zum Beispiel auch für Transkriptionen nutzen, denn unsere Kunden schicken uns natürlich für Transkriptionen große Audiodateien von Interviews, von Gruppendiskussionen, digitale Aufnahmen, wo das Gesprochene auf Band quasi gesprochen wird, und diese Aufnahmen müssen natürlich zu uns kommen, damit wir sie transkribieren können. Und das funktioniert super einfach über Dropbox. Wir richten einfach einen Shared-Ordner, einen geteilten Ordner. Der Kunde verschiebt seine Audiodateien in den Shared-Ordner hinein. Das synchronisiert sich und wir können darauf zugreifen. Super Sache. Die Word-Dateien, die transkribierten, erfolgen dann per E-Mail. Tolle Sache. Einfach per Dropbox anmelden, www.dropbox.com. Ausprobieren. Viel Spaß dabei. Your Office Works.